Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind auf Route 209 unterwegs und gehen Richtung Schleiede. Dort wird unser wahrscheinlich dritter Arena-Kampf stattfinden. Ursprünglich dachte ich ja, es wäre in Herzhofen bereits soweit, aber ja, klappt scheinbar noch nicht ganz. Oh, da oben steht jemand mit einem... Ist das noch ein Bidiza? Nee, oder? Nee, es ist ein Bidifas. Die Weiterentwicklung. Hey, hi, Yahoo! Ich mache hier mit Bidifas ein Spezialtraining für die Superwettbewerbsshow. Oh, du hast doch tatsächlich schon an der Superwettbewerbsshow teilgenommen. Hier, ein Zeichen meines Respekts. Einen Blitzsticker B. Mhm. Hört sich ja schon mal nice an. Hier haben wir hohes Gras. Vielleicht finden wir noch ein cooles Pokémon. Mal gucken. Wenn wir überhaupt eins finden. Hier, danke. Ein Bidifas tatsächlich. Na, immerhin die Weiterentwicklung. Also ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So. Ah, ist nicht mehr so ganz effektiv. Einigler. Was war denn das nochmal? Okay, stärkt sich, glaube ich. Die Verteidigung steigt stark. Ja, dann... Gehe ich doch lieber auf starre wie... Trottel! Ah! Kampf ist doch das, was... Ja, sagt nix. Kleiner Brainlag im Kopf. Aber hey, Bedroher immerhin. Sagt nix. Ich probiere trotzdem mal Flügelschlag. Ah, ist nicht so stark wie erwartet. Steigt wieder die Verteidigung. Ja gut, so kann man sich auch unnötig schwierig machen, ne. Wir wissen ja, was wir brauchen. Let's go, mach Holo. Das ist deine Aufgabe. Einmal Walzer. Boah, ist er lieb. Vor allem nicht zu vergessen, warte mal, immer wenn ich Schaden nehme. Schaden, wenn der Anwender in der Beraum... Ja, genau. Achso, nee. Ja, stimmt, doch. Es hat eine höhere Initiative, deswegen. Und somit solltest du jetzt... Vollgas aufs Maul bekommen. Die Vergeltung ist echt eine schöne Sache. Das muss ich schon sagen. Gibt es aber wirklich nur Bidifas? Wenn ja, ich laufe kurz noch einmal trotzdem eine Runde. Ein Pantimimi! Jetzt muss ich überlegen, soll ich das ins Team mit aufnehmen? Also da müsste ich mich von irgendeinem in die Pokémon-Box trennen. Da bin ich mir unsicher. Weil Pantimimi wird später zu Pantimos. Und Pantimos ist, soweit ich weiß, Typ Fee und Psycho. Das ist schwierig gerade. Ich meine, Fee ist geil halt, weil dann ist Drache komplett nutzlos. Boah. Maximal von Luxio trennen, aber also zurück in die Pokébox, aber ich weiß halt nicht. Luxio hat uns schon manche Sachen ausgeholfen. Und vor allem, ich habe ja nicht. Er ist schon Level 25. Ich würde sagen, wir fangen es uns einfach. Und heben es uns trotzdem für später auf. Wir können es ja später trainieren, wenn es sein muss. Wenn ich dich töten würde! Scheiße. Das war nicht gewollt. Ah, jetzt muss ich noch eine Runde laufen. Komm, bitte jetzt nochmal ein paar Team mit mir und diesmal nicht töten, wenn es geht. Danke. Danke, Spiel, dass du es gut mit mir meinst. So, nur Piekser diesmal. Oh weh, das tötet jetzt auch. Danke. Staffette. Es ist fehlgeschlagen. Ja gut, das passt schon mal. Nochmal Piekser, bitte kein Volltreffer jetzt, weil sonst hasse ich dich. Oh, danke. Ich hatte gerade Angst. Setz Konfusion an.
Komm, du bist voll low. Echt jetzt? Rollenspiel? Was war denn das nochmal? Kopiert Sturzbach. Achso, stimmt, das war das, wo man die Fähigkeit kopieren kann. Das werde ich mir aber auch merken. Weil, wenn ich dann wieder mal gegen den Skuntank kämpfen sollte, so wie zum Beispiel gegen dieses Team Galactic-Ding da, dann wäre, glaube ich, es bleibt drin, danke, ich habe es gefangen, dann wäre das theoretisch richtig geil, weil dann könnte ich einfach Finalschlag kopieren und der nimmt so auch gut Schaden. So, Skunkwapu Level Up auf 19. Ja, ich hatte recht, Psycho und Fee. Es ahmt die Bewegungen seiner Gegner nach. Angeblich können diese anschließend den Blick nicht mehr von ihm abwenden. Nee. Und ich schick's natürlich in eine PC-Box vorrangig mal. Gut, dann waren das genug Runden für heute. Wir wollen natürlich weiterkommen heute auch noch. So, hier, oh, hier ist ein Doppelkampf sicher wieder. Erstmal den Trainer. Achso, der will gar nicht kämpfen. Na dann. Aber der will auch nicht. Dann hole ich mir die Bären einfach mal so. Sprich, wir können natürlich jetzt auch wieder anbauen. Marombeeren, das andere habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber wir brauchen ja die Früchte unbedingt. Weiß nicht, was soll ich denn anpflanzen? Komm, von der Giefebeere haben wir bis jetzt nur eine gefunden. Die pflanzen wir gleich direkt mal. Und gießen auch nicht zu vergessen. Damit die schön wachsen. Ja, und hier auch irgendeine andere halt. Ich würde aber sogar sagen, damit wir vielleicht... Ich glaube, 10 brauchen wir, damit wir irgendwelche Sticker machen können. Deswegen einmal die Sindelbeere. Irgendwann kommen wir sicher wieder zurück und dann können wir uns freuen, dass wir richtig viele Beeren einheimsen. Wie lange hat das jetzt gedauert, bitte? Das Gießen. So, was sagt mir die jetzt eigentlich? Nanu, du riechst wie jemand, der Pokémon liebt. Vielleicht solltest du dich vom Vorsitzenden des Pokémon-Fanclubs als Fan anerkennen lassen. Der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs hält sich bestimmt in Herzhofen auf. Danke, da war ich aber schon und ich will jetzt nicht nochmal zurücklatschen. Hier kommen. Okay, hier ist nix. Die wollen aber sicher kämpfen. Ja, so ist es. Wir kämpfen zusammen, das macht uns stark. Wir werden dich richtig klein machen. Ja, das glaube ich ja weniger. Das haben schon viele probiert. Zwillinge Emma und Ina. Ein Unterschied. Mobile und Pantimimi. Die zwei führenden Pokémon auf dieser Route scheinbar. Beide Level 19. Also, der Blubstrahl, der ist effektiv gegen das Mobile, das weiß ich schon. Und das Knospi hat auch eine sehr effektive Attacke. Ebenfalls gegen das Mobile, ja, es ist dämlich. Ich setze trotzdem Kugelsat ein. So, down. Und es reicht für ein Level auf von Knospi. Und die haben tatsächlich jeweils nur eines. Oh, das ist aber auch gut. Komm, fünfmal, weil dann ist es auch direkt One-Hit, eigentlich. Ah, wieder nur zweimal, ist es lächerlich. Imitator aber nur. Das heißt, jetzt kommt Blubstrahl, oder? Nee, Kugelsaat. Aber gegen Knospi. Das ist natürlich belastend. Wenn Kugelsaat nämlich gegen Ding wäre, gegen Pliperin, hätte ich jetzt ein Problem. Na, passt. Dann sollte der Kampf jetzt schon entschieden sein. Metallklaue macht's auf alle Fälle. Perfekt. Und Luxio ist ebenfalls Level 26 damit. Nein. Boah. Also der Buhu gesagt. Ja, wir sind jetzt zum Buhu oder was? Stell dir das vor, auf einmal verschwindet die so auf eine Art Buhu. Wir haben auch noch so einen Weg. Und hier ist ein Pokéball. Du findest eine Kapsel X-Genauigkeit. Und hier ist so ein Kerl mit einem Pikachu-Kostüm. Schau mal, ich bin ein Pokémon. Oh, das fordert zum Kampf. Dann wird es wahrscheinlich jetzt mit dem Pikachu kämpfen, oder? Sieglinde.
War so klar. Konnte man sich irgendwie denken. Verdammt, aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Hätte ich gleich direkt umschwenken können und Knospi auf die 1 packen. Hätte am meisten Sinn gemacht. Na gut, zumindest ein Zug mehr. Hallo Pikachu. Oh, ist... Nein, Scham! Das macht sich besser. Und nochmal Scham! Ja gut, damit die Kugelsat fast gar keine Auswirkung haben. Hoffen wir trotzdem, dass es ein bisschen was bringt. Na. Doch, jetzt! Ein Volltreffer! Deshalb! Komm, ein weiterer Volltreffer wäre noch episch. Na, schade. Bitterkuss. Ach so, für die Verwirrtheit, stimmt ja. Das hat Janera ja immer eingesetzt, wie wir mit Reiser durch den Wald gegangen sind. Durch den Ewigwald. Oh, das waren schöne Zeiten, oder? Komm, Volltreffer. Nein, nur zweimal. Ja, bitte. Der Ruckzuck-Hieb, den kann ich verkraften. Jetzt komm, das muss ich ausgehen. Bitte. Danke. Hätte er es mit einem KP überlebt, ich hätte mich des Todes geärgert. So, das war's schon, oder hat die noch ein zweites? Nee. Nur Pikachu. So, dann können wir ja hier auch einen Haken... Oh, hier sind noch ein paar Trainer. Was ist das denn? Der steinerne Turm ist hier noch eine Ruine. Diese Stelle im Mauerwerk scheint wie gemacht für den Spiritkern, den du dabei hast. Willst du den Spiritkern einsetzen? Ich mach das. Ich hab den ja nicht ohne Grund mit. Auf der Außenmauer prangt die Inschrift Geweihter Turm. Okay. Na schön. Ich dachte jetzt irgendwie, dass es vielleicht da äußerlich auch was ändert. Tipps für Trainer. Registrierst du eine Basis-Item auf einem bestimmten Knopf, kannst du es fortan ohne Umwege einsetzen. Da schaue ich gleich mal, wie das geht. Stimmt, unter anderem zählt dazu natürlich auch das Fahrrad. Ah! Einmal... Profi-Angel ist auch das gleiche. Wobei, eigentlich war das dumm. Warte mal, ich registriere kurz nochmal. Hier. Ja, machen wir das. Und das ändere ich nochmal ganz kurz. Einsetzen. Ne, nicht einsetzen. Oh Gott, nicht. Markus, du kannst nicht gar nichts. So, jetzt passt's. Erkundungsset weiß ich eh, das war Y. Ja. Aber deaktivieren kann ich es jetzt wieder nicht, oder was? Hä? Hat das jetzt überhaupt funktioniert? Piprin hat was gefunden. Rospelbeere. Ja gut, dann keine Ahnung. Hey, noch was, oder? Achso, nee, jetzt einfach nur Zufriedenheit. Okay, passt. Hier ist der nächste Kampf. Und zwar gegen wieder eine Pokémon-Züchterin, Jane. Und sie fängt wieder mit Pantimimi an. Ich sag ja, das Haupt-Pokémon auf der Route. By the way, ich hoffe, dass wir heute Trosto noch erreichen. Das wäre mein Ziel. Dann wäre ich sehr zufrieden. Habe ich echt nicht getroffen? Fett Fail. Und jetzt richtet sich meine Metallklaue gegen mich. Es ist zwar sowieso nicht effektiv, aber trotzdem. Danke. Macholo Level Up auf 26. Als nächstes kommt wieder ein Knospi. Da muss ich natürlich wechseln. Knospi, Knospi, Knospi. Einmal wieder Staravia. Hatten wir schon länger nicht mehr.
Gab es nicht noch ein drittes nachher dann auch? Level 15 ist es eigentlich nicht so wirklich gut. Ja, ein drittes hat sie dann auch noch, gut. Also mittlerweile können die echt Level Giftoren. Och Gott, ey. Eine Vergiftung mit dabei. Das ist ja hässlich. Und so eine relativ starke sogar. Pi. Scheiße, ich glaube, das ist, wenn das die Vorentwicklung von Pipi ist, dann gehe ich auf Macholo. Ist doch dieses Kite-Ding. Ja. Boah, aber ich bin ein Idiot. Ist das nicht Fee? Ich habe es, glaube ich, gerade mit Chanera verwechselt, was normal ist. Ich probiere es trotzdem mal. Bitterkuss. Das heißt Verwirrtheit wieder mal. Oh Mann, ich hasse Verwirrtheit. Nee, okay, Glück gehabt. Huh. Wie ihr seht, der Typ ist immer sehr, sehr wichtig bei sowas. Sonst hätte ich mich mit Macholo jetzt richtig daneben gegriffen. Aber keinen Grund zur Sorge, Leute. Es ging alles gut. So, ist die besiegt. Stimmt, ein Glas Honig habe ich ja wieder mit dabei. Na dann. Wenn wir noch den einen oder anderen Kampf haben, dann könnte hier vielleicht dann später wieder ein Pokémon auftauchen. Hier ist nix. Ne. Wobei, vielleicht ist hier dann wieder dieses Erkundungsset dann später wichtig. Aber das verzichte ich erstmal. Wen haben wir hier? Als ich neulich joggen war, jagte plötzlich ein wildes Pokémon hinter mir her. Ich sage dir, vor lauter Angst bin ich glatt übers Wasser gespurtet, ohne es zu merken. Mhm, bestimmt. Also ich glaube nicht, dass der übers Wasser gehen kann. Ich halte, also jetzt habe ich es nicht gelesen, 3-Sterne-Sticker. Und hier sind wieder ein paar Bären. Da hinten, oh, da hinten sehe ich einen Pokéball. Da komme ich aber nur mit Zerschneider hin, das habe ich zum Glück. Die Route scheint noch das ein oder andere spezielle Ding zu haben. Erstmal wieder ein bisschen gärtnern. Reicht schon. Ertränkt die Pflanze nicht, Junge. Übertreibt er mal komplett. So, und zwei Himbeeren machen wir natürlich gleich wieder rein hier. Auch hier wieder gießen. Ich frage mich eigentlich, woher das Wasser hernimmt, wenn ich eigentlich nie wirklich beim Fluss vorbeilaufe und Wasser einfülle. Nur so nebenbei mal. By the way, hier ist ein Nebulak. Hier ist wieder hohes Gras. Willst du kämpfen? Was dich wohl an der Spitze des Turms der Ruhenden befindet? Diese Frage beschäftigt mich sehr, aber mir ist es dort zu unheimlich. Ich kann es dir nicht sagen. Hallo? Gut, die will kämpfen. Hi, wo kommst du denn her? Und welche Pokémon hast du bei dir? Sieht so ein bisschen wie ein Cowgirl aus. Anhand des Lassos. Tatsächlich, das heißt doch Cowgirl. Hat aber 5 Pokémon, habe ich gerade gesehen. Wahrscheinlich werden die aber auch alle so schwach sein bei Level 13 oder so. Oder 10, was weiß ich. Ja, 14. Das stört mich aber auch jedes Mal, wenn die immer die Pokémon schwächer machen, nur weil die mehr hat. Das heißt, jedes wird wahrscheinlich jetzt One-Hit sein. Wieder ein Pidgeot. Als ob die 5 mal Pidgeot hat. Verarsch wen anderen. Wenn die jetzt wirklich 5 mal Pidgeot hat, ich heule echt. Also perfekt für Macholo. Es sieht echt so aus. Level 15 auch. Lass mich raten. Bietet es ja jedes Mal ein Level höher oder so. Das würde mich jetzt so nicht überraschen. Tatsächlich noch ein Bietet. Das gibt's doch nicht. So wie der Carpator-Trainer.
mit dem 6 Carpador. Ja, Level 16 ist es echt so. Ansteigende Stärke. Also ein Team nur Speedizer ist eigentlich auch relativ OP. Wie gesagt, wenn es eigentlich jede Attacke erlernen kann, dann könnte man eigentlich jedes Furienschlag. Das ist, glaube ich, eine normale Attacke, wenn ich alles täuscht. Ja. Nö. Kein Bock. Kein Bock auf Furienschlag. Nee, nicht wechseln. Ich bleib dabei. Sind free EP für Macholo. Okay, das war jetzt wieder Level 15. Das ging wieder ein Level zurück. Das macht nicht keinen Unterschied. Ich glaube, selbst wenn das Speedizer Level 20 wäre. Oder Level 30 sogar. Gut, bei Level 30 hätte es wahrscheinlich auch eine höhere Initiative. Da würde ich einfach Vergeltung machen. Und das Ding wäre auch wieder One-Hit, glaube ich. Jo. Im Grunde genommen einfach nur Zeitverschwendung, das Ganze. Die wollten mich einfach nur aufhalten. Und wahrscheinlich kriege ich dafür jetzt nicht mal wirklich viel Poké-Dollar. Nö, 540. Egal. Hier laufen wieder zu einem Kreis, hallo? Genau, die wollen kämpfen. Na dann. Da vorne scheint die Route auch zu Ende zu sein, aber da unten ist noch so eine komische Ruine. Das ist einfach so ein Pärchen, gegen das wir kämpfen. Meditier und Macholo. Auch beide kennen wir schon. So, Pixar ist gegen beide sehr effektiv. Warte mal, beide Level 19, boah. Ich mach Meditier, vor dem habe ich mehr Angst. Und die Kugelsaat können wir auch gleich auf Meditier einsetzen, damit wir wenigstens eins von denen gleich direkt mal ausschalten. Das war aber gar nicht mal so schlecht. Ja gut. Vielleicht hätte ich doch eher auf Macholo mit dem anderen gehen sollen. Was hat Macholo drauf, ist die Frage. Abschlag. Na. Was? Stimmt, das hat ja ein Item gehabt. Ui, das läuft gerade richtig scheiße. Dafür stirbst du jetzt instant, na schade. Ein bisschen Mithilfe von Kugelsaat braucht's noch. Komm, dritter Kerl, bitte ein dritter. Nein, das ist doch nicht wahr. Das ist so lächerlich. Gerade wenn es wieder drauf ankommt, nur zweimal. Macht eh keinen Unterschied. Das tut trotzdem jetzt gerade ein bisschen weh. Also normalerweise würde ich euch jetzt ins Gesicht treten. 5000? Okay. Die sind reich scheinbar. Hier ist Trosto, okay. Und wir haben ja noch genug Zeit heute, das heißt, wir können uns jetzt zum einen mal den Pokéball da unten schnappen. Und hoffen, dass da was Geiles drin ist. Die ETM 47 Stahlflügel. Okay, warte mal, da muss ich mal nachgucken. Stahlflügel. Voltwechsel, hier ist Anziehung, hier ist Stahlflügel. Trifft das Ziel mit Stahlflügeln, Verteidigungswert des Anwenders steigt eventuell. Okay, das kann Pliprin trotzdem nicht erlernen. Hier war noch der Voltwechsel. Ah, stimmt, Voltwechsel, ich kann mich erinnern. Das habe ich sogar in der Serie gesehen. Da gab es so ein richtig geiles Emolga, was immer wieder Voltwechsel eingesetzt hat und immer wieder ausgetauscht werden wollte. Stahlflügel, könnte ich aber Staravia lernen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ich mach's. Statt dem Heuler. Passt.
Gut. Das werde ich gleich mal verwenden. Nein, ich wollte... Oh, nein, jetzt bin ich durchs Gras gelaufen. Ein Staravir als Gegner. What the fuck? Okay. Ist aber nicht sonderlich stark wahrscheinlich. Ja, Bedroher hat's drauf, war eh klar. Level 16. Sollte aber One-Hit werden. Jupp, perfekt. Kurz und schmerzlos, auf Wiedersehen. Hat aber 100 Erfahrungspunkte gleich direkt gebracht. So, ich latsche jetzt da trotzdem mal rein. Ich will wissen, was da ist. Wobei, ich hätte vielleicht vorher kurz den Mann noch fragen sollen. Vielleicht kann mir der irgendwas erzählen. Hier im Turm der Runden haben die Seelen dahingeschiedene Pokémon ihre letzte Ruhestätte gefunden. Okay, das ist also so eine Art Friedhof. Laufen da jetzt wieder Geister rum, wollte ich fragen. Da sind Trainer drin sogar. Skunkapoo! Ah, Mann. Ich hoffe, es hat keine Flammattacke jetzt schon drauf. Ne, es sollte nicht haben, deswegen. Blubstrahl und let's go. Es reicht sogar für den One-Hit, perfekt. Oh Mann. Das war schon mal der erste Steich. Zirpeis ist das nächste. Habe ich vergessen, was es ist. Ist das nicht sogar Käfer? Ich glaube, da. Naja, was? Staravir ist vergiftet, das ist auch blöd. Ich gehe mit Luxio mal. Okay, vielleicht wird es mit Trosto heute doch noch knapp. Wobei, ich könnte einfach mal wieder eine längere Folge machen. Würde, glaube ich, keinen stören. Na, dammit. Ich dachte, Funkensprung wäre vielleicht sehr effektiv. Was? Nein, Robustheit, oder? Hä? Was war das denn jetzt? Energie abgesaugt. Ja gut, okay, dann nochmal Funkensprung, dann ist es eh vorbei. Danke. Okay, es war doch keine Robustheit. Es hat einfach nur ganz knapp überlebt. Staravir, Level 28. Staravir versucht Aeoras zu erlernen. Ja, why not? Flügelschlag 60? Der das Ziel nicht ausweichen kann. Ich würde schon fast meinen, dass ich ruckzucki verlerne. Ja, mach ich. Schale los, ein möchte. Okay, was ist Schale los? Hä? Keinen Plan. Wir hatten es aber auch noch nie. Ich mache einfach mal den Funkensprung. Okay. Es ist sehr effektiv. War auch nicht sonderlich stark, scheinbar. Hat Digga gesagt, du bist doch gar kein Gespenst. Alles klar. Du hältst einen ovalen Stein. Was ist denn das schon wieder? Hier. Dieser besondere Einführungsstein hilft manchen Pokémon bei ihrer Entwicklung. Ach, okay. Weiß ich jetzt noch nicht. Ein Item zu tragen verdoppelt das Preisgeld, wenn der Träger an Kampf teilnimmt. Ich würde sagen, das nutze ich gleich mal. Why not? Spuktafel, ein Item zu sagen, dieses Typ Geist. Ah, Typ Geist habe ich noch gar nicht, deswegen nutzlos. So, was haben wir hier? Ach, hier hätten wir einfach rundherum laufen können, trotzdem. Hier wäre wieder ein Trainer. Scheiße! Genau reingelaufen. Okay, der hat aber nur eins. Raufbolt Igor. Setz dein Pi ein.
Librin ist ein bisschen schläfrig. Oh ne. Ja gut, dann gehe ich gleich direkt zum Acholo. Bevor es jetzt einschläft. Säuselstimme. What? Hä? Warte mal, hat's dich beim letzten Mal gekillt? Oder war das wegen... Ja gut, ich nehme trotzdem mal Vergeltung. Gesang, scheiße, es wird eingeschläfert, oder? Zum Fuck nochmal. Ich habe komplett verkackt. Unglaublich. Und ich hatte einfach Glück beim letzten Mal. Zugabe. Es ist fehlgeschlagen. I don't know, was das schon wieder ist, was sie davor hat. Kills bitte einfach, danke. Die halten mich gerade alle auf. Du findest einen Beleber. Oh mein Gott, es gibt ihn doch. Der erste im Projekt. Unglaublich. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Oh, ist ja schön, dass es sowas auch noch gibt. So, aufwachen, ihr Schlafmützen. Dankeschön. Hier ist auch noch ein Trainer. Komm her. Wie hoch ist denn dieser Turm überhaupt? Das ist die gute Frage. Und vor allem, erwartet mich oben dann irgendwas? Oder was genau? Was ist das denn? Habt ihr diese Animation gerade? Das Kind sitzt auf seinem Rücken. Alles klar? Librin ist hier gerade nicht so gut. Ach, so ist es. Knospi, I need you. Rutenschlag. Ist ja nett. Die werden echt nicht stärker. Wieder Level 15. Es ist unglaublich. Gut, Pichu ist mal erledigt. Ein Volltreffer sogar. Der hätte schon beim ersten Mal eigentlich direkt ausgeschaltet gehört. Knospi Level 26. Als nächstes Pikachu. Warte mal, nur Pikachu. Pikachu. Heißt das, am Schluss kommt ein Raichu, oder? Was soll das heißen? Ui, das ist schon stärker. Das könnte knapp werden. Vor allem, weil es nur zweimal trifft. Wangenruppler, danke. Jetzt kriege ich mir eine Paralyse reingedrückt. Und ein Elektroball auch noch hinterher. Gut, der juckt mich wenig, weil der hat eh nicht viel. Gut, die Kugelsaat sitzt. Und damit ist die Geschichte auch schon erledigt. Oder kommt jetzt nochmal ein Pikachu, das kann ja auch sein. Bye bye. Ne, nochmal ein Pichu. Denke ich mir ja, als ob jetzt wirklich ein Raichu kommen wird. Es hätte mich zwar nicht überrascht, aber okay. Die Kugelsaat. Drück ihm ordentlich was rein. Ja, das reicht auf alle Fälle. Perfekt. Also das Pikachu hat mal dreimal so viele Erfahrungspunkte gebracht als die zwei Pichus. So, ich gehe trotzdem noch mal eine Etage hoch. Kommt da dann noch einer? Da kommt echt noch einer. Das ist unglaublich. Alter, was ist hier denn los? Hier sind so viele Trainer. Okay, Leute. Ich entscheide mich doch dagegen. Wir beenden an der Stelle den Part, weil sonst dauert das heute eine 50-Minuten-Folge. Das sind einfach drei Trainer, die ich noch herausfordern muss. Und ich will ja jeden herausfordern, wirklich. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.